Ja, mein Name ist Janine Albrecht von der Bürgerstiftung Duisburg und wir haben hier ein neues Projekt gestartet, zusammen mit der Polizei, mit dem Herrn Rother und mit der Verkehrswacht Duisburg. Super, genau. Und hier für das Stadtinnenräumlichkeit der Bürgerstiftung Duisburg und Anne abgeben, was hier stattfand. Ja, wir haben heute ein Fahrradseminar durchgeführt. Wir haben praktisch den Seminarteilnehmern, grob die Verkehrsregeln für die Fahrradfahrer hier in Deutschland näher gebracht und haben dann auch noch einen praktischen Teil mit ihnen durchgeführt. Das Ganze nennt sich Fit mit dem Fahrrad und ist mehr oder weniger für alle Altersklassen zuständig, für Flüchtlinge wie auch für Deutsche und soll den Leuten einfach so ein bisschen die Sicherheit im Straßenverkehr geben so, und nochmal ein bisschen Gefahren, nochmal darauf hinweisen, dass sich alles noch ein bisschen in die Gedanken rufen können. Und ja, dafür ist es eigentlich wieder. Der Herr Rother möchte bestimmt auch noch was zu dem heutigen Tag sagen. Ja, mein Name ist Arndt Rother, ich bin Leiter der Verkehrsunfallprävention in Duisburg. Wir haben den Auftrag vom Innenministerium bekommen, Flüchtlinge, Zugewanderte, Immigranten zu beschulen, damit im Straßenverkehr weniger Unfälle mit denen passieren. Und wir haben hier heutzutage ein Probeprojekt gestartet, wo wir Flüchtlingen die deutschen Straßenverkehrsregeln näher gebracht haben und auch einen praktischen Teil, wie der Herr Tölkes das gerade schon sagte, durchgeführt, um sie etwas firmer auf dem Fahrrad zu machen. Wir fangen an mit älteren Zugereisten, weil wir das Gefühl haben, dass die in ihrem Land sehr etabliert sind und mit den dortigen Gepflogenheiten vertraut sind, aber in fremden Ländern wie zum Beispiel Deutschland mit Sicherheit erheblich höherem Verkehr nicht ganz so firm sind. Und die möchten wir als erstes erreichen und natürlich Kinder, die wir von der Polizei selbst beschulen. Die Bürgerstiftung hat uns dankenderweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Das ganze Projekt läuft unter der Ordnungspartnerschaft Duisburg aber sicher, wobei die Polizei, die DVG, der ADFC und auch die Bürgerstiftung Mitglieder sind. An Sie habe ich jetzt die Bitte, dass wir dieses Projekt weiterführen können, vielleicht auch noch in anderen Stadtteilen, wo wir mit unseren Moderatoren der Verkehrswacht vor Ort beschulen würden. Wäre das möglich? Ja, das wäre auf jeden Fall möglich. Also gerade der Bereich Rheinhausen, den könnte man bestimmt bei meiner neuen Fahrradwerkstatt irgendwie die Räumlichkeiten dort nutzen, um das Projekt dort weiter zu machen. Finde ich auch sehr schön und sehr sinnvoll. Dass wir einen theoretischen Teil machen, dafür haben wir so eine kleine Präsentation vorbereitet und dann im Nachhinein auf die Straße gehen und da ein paar praktische Übungen machen. Also mein Name ist Edgar Tölkes. Ich bin Fabio Rother. Ich bin Marwan Al-Kaddou. Ich komme aus Syrien. Ich heiße Malik Guyan. Ich komme aus Syrien. Ich bin 33 Jahre alt. Ich wohne in Duisburg. Und heute ich bin hier für Fahrradverkehrskurs. Und ich finde diese Idee gut und wichtig, weil viele Leute Fahrrad benutzen in Deutschland und auch wichtig, weil vielleicht wir benutzen Fahrrad im Futur oder etwas. Aber ich denke, ja, gut ist. Ich bin Mohammed Darwish, ich komme aus Syrien, Aleppo. Ich bin in Deutschland vor 7 Monaten. Ja, ich wohne in Duisburg. Mein Name ist Klaus Hauschild. Ich bin Vorstandssprecher des ADFC Kreisverbandes Duisburg und in dieser Eigenschaft auch Mitglied im Netzwerk Duisburg aber sicher. Und daher kommen die Kontakte zur Bürgerstiftung, zur Polizei. Und deshalb bin ich heute hier. Wir unterstützen also diese Aktion und ich möchte gerne heute einmal sehen, wie die Erstveranstaltung abläuft. Mein Name ist Arndt Rother, ich bin von der Polizei Duisburg. Ich bin Leiter der Verkehrsunfallprävention und heute ist ja
mehr oder weniger einen Probetermin. Und wir möchten uns bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und uns dabei unterstützen. Und dann gibt es auch eine Vorschrift, wie ein Fahrrad auszusehen hat oder was ein Fahrrad für Bestandteile haben muss.